Sven Dritschler. Hallo. Hallo. Auf dem Weg ins Plenum. Mhm. Man munkelt, Sie haben irgendwas gegen Sascha Hehn im Portfolio. Worum nicht im Speziellen. Nein, also wir möchten den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ja grundlegend reformieren. Das ist eine AfD-Forderung schon seit Jahren. Es geht darum, die Rundfunkstaatsverträge zu kündigen. Das sind die Verträge zwischen den Bundesländern, die eben die ARD regeln, das ZDF regeln und auch insbesondere den Rundfunkbeitrag regeln. Wir sind sehr gespannt. Wir sprechen nach der Plenumssitzung nochmal miteinander. Viel Erfolg. Alles klar, bis gleich. Bis gleich. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vor knapp 100 Jahren, 1923 nämlich, wurde der Rundfunk in Deutschland eingeführt und damit auch die Rundfunkgebühr. 780 Milliarden Mark kostete das pro Radio, denn es war Inflationszeit. Zwischenzeitlich hat sich viel geändert. Außer eben beim Rundfunk. Mit einer Ausnahme. Seit 2013 darf man auch ganz ohne Radio und Fernseher in den Club der Beitragszahler. Der Rundfunkbeitrag ist zu einer Kopfsteuer geworden. Nun werfen Sie uns ja immer vor, wir seien ewig gestrig und würden nicht mit der Zeit gehen. Aber meine Damen und Herren, dass Sie dieses System weiter betreiben, zeugt nicht unbedingt von Innovationsfreude und Fortschrittlichkeit. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk kann vieles, aber eines kann er besonders gut: wachsen. Inzwischen besteht er aus schlappen 67 Radio- und 22 TV-Programmen und wuchert wie ein Geschwür auch ins Internet. Durch die Rundfunkgebühr hat er alleine in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr schlappe 1,2 Milliarden Euro Zwangsgelder eingesammelt. Und auch vom Werbekuchen schneidet er sich ein dickes Scheibchen ab. Da muss man nicht knauserig sein. Der WDR-Intendant Buro gönnt sich ein fürstliches Gehalt von 399.000 Euro. Meine Damen und Herren, so großzügig sind Sie nicht mal mit sich selbst. Auch als Tagesschau-Moderator bekommt man sechsstellig und selbst so manche Sekretärin geht mit 6.000 Euro nach Hause. Aber Sie kriegen den Hals nicht voll. Jetzt wird schon wieder von Gebührenerhöhungen gesprochen. Und gestern erzählt uns der Ministerpräsident die wirklich rührende Geschichte vom WDR-Symphonieorchester, dass man sich seit dem Krieg leiste und das jetzt sparen müsse. Vielleicht zahlt der WDR mal wieder irdische Gehälter, dann können Sie jedem Orchestermitglied sein Cello vergolden, meine Damen und Herren. Diese Prasserei, die zahlen die Bürger unseres Landes, fast alle und ohne Rücksicht auf die Leistungsfähigkeit. Ist das sozial? Ist es sozial, dass die Rentnerin jeden Monat löhnen muss, damit die ARD Milliarden in Sportrechte investieren kann, damit sich die korrupte FIFA und überbezahlte Fußballer die Taschen voll machen? Ist es sozial, dass der Student zahlen muss, damit ARD und ZDF auf 5 Kanälen gleichzeitig die englische Thronfolgerhochzeit übertragen können? Und liebe SPD, fühlen Sie sich nicht echt ein bisschen schäbig dabei, einem Arbeiter 17,50 im Monat abzuknöpfen, damit jemand von der Mittelmäßigkeit eines Markus Lanz je nach Schätzung zwischen 250.000 und 1,6 Millionen Euro im Jahr verdienen kann? Aber wir ahnen ja alle schon, was gleich kommt. Erstens wird es heißen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss die Grundversorgung der Bevölkerung mit Informationen sicherstellen. Und 1923 wäre das auch echt ein tolles Argument gewesen. Aber es ist inzwischen von solchen Kleinigkeiten wie Satellitenfernsehen, Kabelfernsehen, Digitalisierung, Breitbandinternet und Streaming überholt, völlig überholt. Tom Buro ist echt 1923. Kein Mensch will mehr jemanden haben, der ihm sagt, was er wann und wo sehen oder hören darf. Und Grundversorgung ist offenbar auch ein sehr dehnbarer Begriff. Mit welchem Grundbedarf versorgt uns denn das Traumschiff? Eine der vielen Quizshows oder der Seifenopern. Und viel entscheidender, glauben Sie wirklich, dass die Privaten derart einfach gestrickte Unterhaltung nicht anbieten können? Schließlich ist es da eh meistens abgekupfert. Nein, meine Damen und Herren, das ist ein bisschen weit hergeholt. Grundversorgung, das sind nicht 22 Kanäle und Grundversorgung kostet auch nicht 17,50 Euro pro Monat. Zweitens werden uns jetzt gleich 4 Kollegen erzählen, wie wichtig eine unabhängige und staatsferne Medienlandschaft ist. Hört sich gut an, Demokratieabgabe und so. Aber das Lustige dabei, alle 4 Kollegen, die jetzt gleich sprechen, haben sich ausnahmslos gestern Abend in den WDR-Rundfunkrat wählen lassen.
Sie bekommen zukünftig vom Gebührenzahler einen Tausender im Monat und der WDR bekommt dafür die Direktiven von Ihnen. Meine Damen und Herren, das ist vielleicht Bürgerferne, aber es ist keine Staatsferne. Nein, meine Damen und Herren, es gehört wirklich nicht viel Fantasie dazu, Ihre Begeisterung für dieses überholte und überteuerte System zu erkennen. Die wirklich ergreifende, bahnbrechende und mitreißende Regierungserklärung des Ministerpräsidenten bekommt im WDR mehr Sendeplatz als einst der Staatsratsvorsitzende im DDR-Fernsehen. Das würde ein Redakteur bei den Privaten nicht machen, und zwar nicht, weil er nicht informieren will, sondern weil diese Sonntagsrede einfach frei von Nachrichten wert war. Und weil das nicht nur für Herrn Laschet gilt, sondern weil Sie alle einfach nicht so aufregend sind, wie Sie es gerne wären, halten Sie sich einen Apparat von Hofberichterstattern, der teurer ist als der Staatshaushalt von Bangladesch. Das ist die traurige Realität in diesem Lande. Sie sind schlimmer als Berlusconi es je war. Der hat seine Medienmacht wenigstens selbst bezahlt. Herr Holthoff hat sie selbst geerbt. Aber Sie lassen sie sich vom Bürger bezahlen, meine Damen und Herren. Hallo. Sven Ritschler, eine grandiose Rede im Landtag. Wie fühlen Sie sich? Gut, gut. Das wollte ich schon immer mal gesagt haben. Hat man ihn angesehen? Und ja. Der politische Gegner, wie fühlt er sich jetzt? Der wollte es noch nie gehört haben. Nein, also es war natürlich so, dass die vier Redner, die nach mir dran kamen, wie ich es auch erwähnt hatte in der Rede, alle vier sich gestern Abend haben in den WDR-Rundfunkrat wählen lassen. Dementsprechend kriegen sie jetzt 1.000 Euro im Monat plus Sitzungsgeld zusätzlich zu ihrer Abgeordneten-Diät. Und dementsprechend sind sie natürlich begeistert vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk und haben mir erklärt, dass ein 399.000 Euro Gehalt für den WDR-Intendanten zur Grundversorgung gehört, dass Rosamunde Pilcher und das Traumschiff zur Grundversorgung gehören und dass wir das auch weiterhin bezahlen müssen. Ich denke, das zahlen die Zuschauer gerne, diese Gehälter. Wir freuen uns auf die nächsten Reden im Landtag. Alles klar, danke. Danke, Herr Ritschler.